Bei Zusammentreffen von mehr als zwei Personen untersagt. Ihr Zusammentreffen stellt eine Straftat nach der Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Infektionsschutzgesetzes dar. Da Sie der mehrfachen Aufforderung, sich nach Hause zu begeben, nicht nachgekommen sind, wird die Polizei Ihre Identität feststellen und Strafanzeigen fertigen. Folgen Sie den Anweisungen der Polizei. Es ist 15.57 Uhr, Ende der Durchsage. Steigen drei Politiker in einen Aufzug. So gehen eigentlich mittelprächtige Witze los. In der Corona-Krise sorgt die Fahrt von Gesundheitsminister Jens Spahn, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Hessens Sozialminister Kai Klose allerdings für Empörung. Bei einem Besuch der Uniklinik Gießen fuhren die drei Politiker zusammen mit einigen Begleitern dicht beieinander stehend Aufzug. Die Aufzugaffäre sorgt jetzt auch für rechtlichen Ärger. Bei der Polizei gingen wegen des Vorfalls 7 Anzeigen ein, wie ein Sprecher des Präsidiums in Gießen berichtete. Kritik ist durchaus angebracht, wenn man sieht, wie weit der Staat mittlerweile in unser Privatleben eindringt. Einsames Sitzen auf einer Parkbank, in Bayern und Sachsen mittlerweile verboten. Das ist eine von vielen Maßnahmen, die die Frage aufwerfen, ob alles, was da gerade angeordnet wird, auch wirklich notwendig und verhältnismäßig ist. Dabei geht es schließlich um keine Kleinigkeiten, sondern um die Grundpfeiler unserer Verfassung. Elementare Grundrechte wurden in den letzten Wochen quasi aufgehoben oder massiv eingeschränkt und jede Menge Machtbefugnis vom Parlament auf den Bundesgesundheitsminister übertragen. Der kann jetzt praktisch schalten und walten, wie er will. Alles im Namen des Gesundheitsschutzes. Aber schützt uns das auch wirklich? Und der echte R0-Wert, diese Reproduktionszahl, dürfte bei etwas über 4 liegen. 4,6 ist derzeit die Zahl. Wir sind knapp daran, 1 zu erreichen. Und wenn es unter 1 ist, wird die Krankheit von selber verschwinden. Un dispositif qui n'est absolument pas répressif en ce sens, puisqu'il est projeté par l'opérateur à distance. Eine Truppenübung mal anders. Die Bundeswehr testet, was es bald in ganz Deutschland geben soll. Eine Tracking-App, die uns meldet, wenn wir in Kontakt standen mit einer an Corona erkrankten Person. Natürlich von der Seite der Bundesregierung und auch von der Seite des RKI, natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass möglichst viele Menschen diese App freiwillig nutzen werden. Und so funktioniert die Technologie dahinter. Nutzer schalten die Bluetooth-Funktion auf ihrem Smartphone ein. Die App registriert, wer einem näher als 2 Meter kommt, zumindest für ein paar Minuten. Gespeichert wird nur eine anonyme ID-Nummer des Handys. Infiziert sich jemand mit Corona, kann er diese Information über sein Handy freigeben. Sie landet anonym auf einem Server, der dann alle Kontaktpersonen der letzten 20 Tage informiert. Nutzernamen oder Ortsdaten werden nicht erfasst. US-Außenminister Pompeo: Wir haben gelogen, gestohlen, betrogen.
Seit Jahrzehnten präsentieren sich die USA als Standartenträger für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte in aller Welt. Nun ließ ausgerechnet Außenminister Mike Pompeo tief hinter die demokratische Fassade blicken. Am 15. April 2019 war der ehemalige CIA-Direktor Pompeo Ehrengast der Texas A&M University in der texanischen Stadt College Station. In einer Diskussionsrunde mit den Studenten dieser Universität, die als Rekrutierungsschmiede für den Auslandsgeheimdienst CIA gilt, zeigte er das wahre Gesicht der US-Administration. Nach dem üblichen Loblied auf die vielgerühmten Werte gab Pompeo einen kurzen Einblick in die Vorgehensweise des CIA. Als ich Kadett in West Point war, was ist das Motto der Kadetten von West Point? Nicht lügen, nicht betrügen, nicht stehlen und die nicht tolerieren, die das tun. Ich war Direktor des CIA. Wir haben gelogen, gestohlen und betrogen. Es war, als hätte es dafür richtige Kurse gegeben. I was the CIA director. We lied, we cheated, we steal, stole. We lied, we cheated, we steal, stole. Do we lied, we cheated, we steal, stole. It's like we had entire training courses. Im Video hört man Gelächter als Reaktion der Studenten. Die Aussage des US-Außenministers lässt viel über die Einstellung von Führungskräften der USA erahnen. Im Namen der Demokratie und Menschenrechte scheint Lügen, Betrügen und Stehlen eine Tugend zu sein. Is harmful, but the destruction of rights is fatal. This is a permanent thing that we don't get back. When we see emergency measures passed, particularly today, they tend to be sticky. The emergency tends to be expanded, then the authorities become comfortable with some new power. This is fundamentally in conflict, I believe, with the concept of a free and open.